zu holen. Und natürlich bedenken mit der Kackrüstung hier, kommen wir auch ordentlich Damage rein. Ich freue mich übrigens wieder, wenn wir bei Zuriss sind, da können wir uns noch ein paar Tränkchen kaufen. So. Vielleicht soll ich die Typen einzeln anlocken. So, gut speichern. Ich mache hier mal einen neuen Save. Ja, doch, war richtig. Die 5 wäre bestimmt nicht die 6. Na, komm mal her. Ich will die jetzt einzeln plätten. Es geht einfach wesentlich schneller. Komm mal ein bisschen hier rum. So. Nichts zu holen. Dann kommst du nochmal her. Ja, der kommt da wieder angehumpelt. Drei Crits schön hintereinander. Ich guck gerade, ob die auch irgendwie mal einen Schlüssel oder so dabei haben. So, der nächste bitte. Kommen wir hier an die Wand. So. Nichts zu holen. Und dann den letzten. An die Wand mit dir. So, dann können wir mal endlich looten. Laborwasserflaschen. Nichts zu plündern. Tränke. Bisschen Stuff, der hier überall rumliegt. Aber noch ein Lederbeutel. Goldzeug. Also, wir werden hier mit Gold irgendwie nur so überhäuft. Mit Spruchrollen und Tränken. Mit Tränken jetzt vielleicht nicht, aber mit Spruchrollen. So, hier haben wir noch ein paar Tränke. Sehr gut. Aber man sieht schon, Raven ist nicht hier. Da hat sich noch ein goldener Teller versteckt. Wo, auf der anderen Seite noch was? Oder habe ich da gerade schon nachgeschaut? Hat der da noch was? Nee. Nee, hier ist tatsächlich nichts. Na gut, hier haben wir Raven nicht gefunden. Wir öffnen mal die Truhe hier. Hier befindet sich etwas Tolles drin für Leute, die Gothic 1 gespielt haben. Und zwar, wie ich ja vorhin erwähnt hatte, die dicke Rüstung, die dicke Gardistenrüstung, konnte man im ersten Teil nicht tragen, weil man ja vom eigenen Lager verbannt wurde. Ah, und ab jetzt hier können wir sie nun tragen. Und 70 bringt die, ja. 70. Wir sind jetzt richtig dick gepanzert. Und dann gehen wir mal hier in den nächsten Gang hinein und gucken, ob wir Raven da finden. Raven ist in den Tempel eingedrungen und hat die Pforte hinter sich wieder geschlossen. Das wird Satoros überhaupt nicht gefallen. Das ist ziemlich schief gelaufen. Wir sind zu spät gekommen.
Wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Ob man diese Schrift wirklich entziffern kann, ob da wirklich eine Sprache hintersteckt, so wie bei Elex. Das ist ja auch so eine Sprache und die kann man ja theoretisch auch lesen. Ich frage mich, ob das wirklich so ein Alphabet ist, dass man hier, wenn man weiß, was die Ziffern bedeuten oder was die Dinger hier bedeuten, ob man das dann wirklich lesen kann. Das würde mich sehr interessieren. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, weil das wäre so Piranha-Bite-typisch irgendwie. Gut, wir können die Tür nicht öffnen. Wir können sie versuchen, mal anzureden. Womit denn? Womit denn? Nee, da können wir nichts machen. Dann gehen wir mal und bringen Satoras diese schlechte Nachricht. Wenigstens haben wir die Sklaven befreit. Unser Auftrag ist ja noch lange nicht erfüllt. Ganz kurz gucken, wie spät wir haben. Sehr gut. Oh, jetzt bin ich irgendwo hingelaufen. Nee, dahin. Gut. Taurus, hast du mir noch was zu sagen? Satoras, ich habe da eine nicht so gute Nachricht. Hey, du. Wegen Raven. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe! Warum bist du ihm nicht gefolgt? Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual? Ja, das ist es. Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Du musst zu Myxia gehen und ihm davon berichten. Adanos Myxia. Dem haben wir schon mal über so eine ähnliche Sache gesprochen. Du bist Merdarion, dann müsste das vielleicht Myxia sein. Die sehen ja auch irgendwie alle gleich aus. Myxia. Satoras schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Satoras meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung. Du wirst es ihm gleich tun müssen. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen und Quahodron erwecken. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen. Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Hohepriester Kardimon? Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft. Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten. Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Raven hat es ja auch geschafft.
Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahotrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Viel Erfolg, mein Sohn. Gut, das kriegen wir hin. Und bevor wir weitermachen, legen wir nochmal die Piratenrüstung an. Das Tal im Westen. Zum Tal. Hier mal die Piratenrüstung an, weil wenn man hier die Banditenrüstung anlegt, greift der Typ an und da habe ich keine Lust drauf. Wir wissen bereits, wo das Grab ist. Wir haben nämlich eine ähnliche Stelle wie die in der Mine schon gesehen. Wir haben das gesamte Tal hier ja komplett erkundet. Mal abgesehen vielleicht von irgendeinem kleinen Winkel, wo wir nicht kurz mal reingeschnuppert haben, aber... wir haben dieses Grab bereits gesehen, was von Goblins, Trollen und Harpien bewacht wurde. Und zwar, wenn wir hier reingehen. Da hinten haben wir das Grab. So, und jetzt kommt gleich auch noch ein Rätsel. Aber bevor wir hier irgendwie was machen und wir den Geist versuchen zu beschwören, sage ich euch schon mal, das wird laut. wenn ihr eure Kopfhörer auf sehr laut eingestellt habt, dann macht sie jetzt mal kurz leise. Genau dasselbe werde ich jetzt nämlich auch tun. Erscheine mir, Quahora, alter Führer der kriegerischen Kaste. Ach, dieser Schrei ist nämlich ziemlich laut. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adanos Zorn ist über Jakem da gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Gut, und hier haben wir diese Prüfung, von der ich mal gesprochen habe, die man quasi dessen Antworten in der Bibliothek erfährt. Und dann auch da nur in Rätseln. Das ist also quasi ein Rätsel und die Antworten kenne ich. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? So, denn früher habe ich dieses Rätsel nie hingekriegt. Das war, weil ich es nie wusste. Und irgendwann habe ich dann im Internet nachgeguckt und das ist mir so oft passiert, dass ich immer wieder vergessen habe. Mittlerweile weiß ich es auswendig. Das erste ist Totenwächter. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine.
Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Das sind die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Das können wir nicht wissen. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Kopfhörer leise machen. Ja, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mich sehr erschrocken. Es ist aber auch gemein und laut. So, wir haben sehr, sehr interessante Informationen erhalten. Und wir wissen, wie man das Tor öffnet. Was hindert uns jetzt noch daran, Raven gegenüberzutreten? Ja. Wir gehen zurück durch die Teleporter. Sagen Saturas und Lyx hier mal Bescheid. Gucken, was die dazu zu sagen haben. Und dann würde ich sagen, geht's auf zu Raven. Ich werde schon mal wieder die andere Rüstung anziehen, ansonsten werde ich gleich im Lager der Banditen verprügelt. Weil ich nicht so aussehe wie sie. Lyx hier. Halt, bleib stehen! Bleib stehen, du Lump! Hey! Ich habe mit Quahodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Was hat der Geist gesagt? Er gab mir etwas, mit dem ich in den Tempel Adanos hineinkomme. Dann geh gleich zu Saturas. Ihn wird sicher interessieren, was du zu sagen hast. Das tun wir. Steht wieder in diesen vier Säulen hier und liest seine Schriften. Hey. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln.